Vegetarian Version. Die Vegetarier haben auch weniger Hunger, gell? Das sieht man direkt. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen mal wieder in der wunderschön kalten Stadt Wien. Es ist so kalt. Auf jeden Fall zeige ich euch am Anfang des Videos mein absolutes Lieblingsrestaurant Wien, wo ich 3-4 Mal die Woche Essen bestelle, abhole, wie auch immer. Dann werden wir ein 5-Gänge-Menü für 100 Euro testen gehen. Und in diesem Sinne, Wien, viel Spaß im Video, lasst ein Like, ein Abo da, schreibt was in die Kommentare. Jeden Sonntag 12 Uhr kommt ein Video und habt Spaß. Das hier ist auf jeden Fall Sahne Fusion. Ich sage euch so, ich habe genau 3 Gerichte dort gegessen. Gebratenen Reis, gebratene Nudeln und einmal Bulgogi und 40 Mal ungefähr gebratenen Reis. Diese Tür geht auch ein bisschen zu langsam auf. Heute mache ich Mittagspause mit Ala. Das ist unsere Mittagspause. Hallihallo. Hallo. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Was bestelle ich immer? Gebratene Reis mit der Hühnerfleisch. Immer gibt es. Wie heißt es? Chan Antonio? Chan Antonio, ja. Wir sehen uns gleich in der Küche. Ich komme dann. Danke. Das ist auf jeden Fall die Chefin, also ihr Mann. Und sie sind immer hier. Super nett. Ich kriege auch immer manchmal so einen kleinen Mangolas, natürlich. So ein thailändisches Bier oder sowas. Weil ich komme wirklich oft. Leute, ich sage euch ehrlich, ich blende euch gleich mal ein, wie oft ich hier bestellt habe. Dann Sano, 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 Sano. Okay. Damit ihr versteht, wie oft ich hier bestelle und ich rufe manchmal auch an, um diese Gebühren nicht zu bezahlen, komm hierher und hol es ab. Ein ganz kleines Geheimnis habe ich auch. Manchmal bestelle ich zum Liefern, obwohl ich jetzt nicht so weit von hier wohne, weil ich mich schäme, hierher zu kommen, weil ich so oft das gleiche Essen esse. Ich sage ehrlich, manchmal schön. Du isst mehr Reis als die. Jetzt werden wir einmal schauen, wie das Gericht von mir, das ich immer bestelle, zubereitet wird. Und danach mache ich das selber. Das Öl. Chicken. Ich werde zum Schluss kommen lassen. Ich hoffe, ihr schwingt. Durch diese Schwingung vermischt sich das perfekt. Ja, man verteilt sich alles schön. Das sieht immer so aus, als würden die angeben, aber das ist einfach, damit sich alles vermischt. Garain. Ladies and Gentlemen, es ist jetzt soweit. Randy wird dieses Gericht selber kochen in seinem, ab jetzt mein Restaurant. Dr. Randy Gamble. Ich wäre auch ein cooler Doktor, glaube ich. Frauenarzt. Spaß. Ich bin halt immer noch Afrikaner. Was haben die hier für Größen bei den Handschuhen? Okay, Chef. Okay. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, es war ein bisschen viel, oder? Also schauen wir mal, wie gut die aufgepasst hat. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Yeah. Jetzt muss ich groß, ja. Ja? Ja, ja. Okay, jetzt, right. Got it. Okay. Kann ich so mit rechts schauen? Ja, kein Problem. Ja. Wir machen viel scharf. Ja, okay. Dann mache ich viel scharf. Scharf, ja. Okay. Ja. Danke. 1 bis 10, aber ganz schnell in den Chat rein. Aber ganz schnell in den Chat. Hä? Ja, ist gut, ist gut. Wann kann ich anfangen zu arbeiten? Nach einem Jahr. Nach einem Jahr, okay. Ein Jahr Praktikum, oder? Ja, ein bisschen mehr. Noch mehr. Noch mehr Liebling, ja. Ja, stopp. Das ist mein Liebling. Ja. Also ich muss erstmal, glaube ich, Putzfrau hier machen, ein Jahr, und dann darf ich kommen. 2 Minuten in der Küche und habe schon so dreckig gemacht. Ja. Sonst verbrennt. Fertig? Ja, fertig. Echt jetzt? Ja. Das nicht? Das nicht. Okay. Genau. Einfach alles, oder? War okay? Sehr gut. 1 bis 10, Chef. Sehr gut. 1 bis 10? Das mit dem Ei. Tut mir leid. Ja. Siehst du, das ist noch schärfer. So muss es aussehen. So muss es sein. In diesem Sinne essen wir, Ladies and Gentlemen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Okay, ich habe dieses Ei am Boden geworfen. Das war nicht der Plan. Ich habe diesen Trick schon 10.000 Mal in meinem Leben gemacht. Genau in dem Moment ist er schiefgegangen. Ich habe Lob bekommen von der Chefin. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Alan, was sagst du? War gut, Bro. War gut? War gut. War wirklich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich hier nehmen würden, wenn ich jetzt fragen würde, ob ich hier arbeiten will. Aber ich glaube schon. Probier beide. Okay.
Zuerst vom Meister. Bro, der macht es echt gut. Mhm. Boah, das ist echt, also ist nicht nur so mein Lieblingsladen, so, das ist echt ein gutes Essen. Yeah. Randys Kreation. Ist scharf? Ja, Bruder. Echt? Bruder, du schmeckst halt sofort den Unterschied raus. Das ist nur Schärfe. So. Ja, ist einfach, aber Bro. Ist auch nicht schlecht. Dein schmeckt echt gut, Bro. Bravo. Ich bin stolz auf dich, Bruder. Danke. Ich probiere auch erst das Menschliche. Ich weiß auch nicht, immer wenn ich das bestelle, geben mir Stäbchen. Wie soll ich das mit Stäbchen essen? Das geht gar nicht. So kenne ich es, ja. Aber es ist nicht scharf, gell? Das ist nicht scharf. Nein, nein, nein. Ja, das ist scharf. Das ist scharf, aber genau so will ich es haben. Man merkt aber, dass das ein bisschen länger in der Pfanne war. Aber schmeckt auch super. In diesem Sinne, wir lassen uns das Essen schmecken, Ladies and Gentlemen. Checkt das auf jeden Fall ab. Das ist meine Empfehlung. Ich bestelle hier dreimal die Woche. Meine Mittagspause findet immer hier statt. Und ja, danke an Samen. Bis später. Bei mir sieht man auch, das Fleisch ist deutlich heftiger angebraten. Wie jetzt in dem Fall. Da ist es schön weiß. Kannst du einmal zeigen? Da sieht man es, ist schön weiß. Und ja, einfach noch. Ist einfach nur das Fleisch. Bei mir ist es schon. Das ist schon gebraten einfach. Was man aber auch da dazu sagen muss, also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so auf der Kamera so sieht, aber das ist eine heftige Portion. So, Essen war gut, Mittagspause vorbei. Wir müssen uns jetzt auf andere Sachen vorbereiten, weil wir haben auch noch morgen einen Geburtstag und sowas. Wir sehen uns heute Abend, der Mann und ich, beim 5-Gänge-Menü für 100 Euro. Das werden wir testen. Und Montag geht's los. Das heißt, nächstes Video am Sonntag. 7 Tage Fasten Ramadan. Da wird's Iftar geben. Es wird sehr, sehr viele Sachen geben. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, folgt auf Instagram rein, schaut auf Twitch vorbei. Kuss geht raus. Und jetzt sehen wir uns später. Peace. Sind heute eingeladen auf ein Essen. Sagen wir es mal so, auf ein Influencer-Essen, glaube ich. Ich habe mir gedacht, so als Content, den wir in Wien drehen, könnte das ganz funny werden. Wir schauen jetzt mal, wie lustig das ist. Schauen wir mal, wie lecker das wird. Ich werde euch auch ganz ehrlich sagen, wenn es scheiße schmeckt, dann schmeckt scheiße. Da werden wir heute kein Blatt vom Mund nehmen, so wie wir es sonst auch immer machen. Viel Spaß. Auf jeden Fall, Alan und Randy werden da jetzt mal reinchecken in den Laden. One night in Beijing. Es gibt so Peking-Enten, es gibt so allerlei Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier so ein Insta-Flancer-Treff ist oder nicht, aber das werden wir jetzt rausfinden. Hallo, guten Abend. Bitte schön. Es müsste reserviert sein für Randy Gamble. Wo spielt die Band? Ich sag so, für den nächsten spielt dann hier in die Richtung. Sie kann dann überall vorbei. Wo man das Restaurant vielleicht ein bisschen besser sieht. Gibt es einen anderen Zweiertisch? Müssen wir gleich mal testen, wie das jetzt ist. Den Platz da hinten. Schau mal, Bruder. Ooh, that's kind of small. Hinter der Säule. Servus, Randy. Yes, alles fit. Alles super. Weil es so Live-Musik und so ist. Und wir dachten halt, dass du vielleicht irgendwie so ein Video danach einfach magst. Und sowieso Essen ist dann auch so ein 5-Gänge-Menü, so ein spezielles. Was gibt's heute alles Leckeres? Oh, ich hab's dir geschickt. Ah, du weißt nicht auswendig. Ja, wie laut wird das mit der Musik? Ja, so oder leise. Es ist so kurz danach, aber jetzt nicht zu. Nicht durchgehend die Musik? Nein, nicht komplett durchgehend. Geil. Ich glaube, die Dame macht Musik. Hi. Hallo, Yingying. Wie heißt du? Yingying. Hallo. Randy, freut mich. Machst du heute die Musik? Ja, genau. Und du machst Foto und du machst... Ich mach nur Videos. Schöne Video, ja. Ich versuch. Chat, was sagen wir dazu? So, Ladies and Gentlemen, für alle, die auch nicht wissen, wo wir uns hier befinden, wir befinden uns im 19. Bezirk, Nussdorfer Platz 8. Es gibt eine riesige Auswahl an Wein. War noch nie auf ein Saxophoner. Also, die haben hier auf jeden Fall hier ein bisschen Wein, französischer. Müsste französischer sein. Ja, ich laber schmal, deswegen sage ich gar nicht, woher die kommen jetzt. Und dann hier so eine Bar, die eigentlich auch ganz nice ist. Die bieten so ein bisschen was an, ne? Weiß gar nicht. Was ist das hier? Keine Ahnung. Was haben wir heute alles? Beef Carpaccio, Trüffelcremesuppe, Schaumai. Schaumai ist Faschittes vom Duroc Bauchfleisch. Was ist Duroc? Gute Frage, werden wir rausfinden. Steinbutt, grünes Thai Curry, Chili, Kartoffelpüree und Choy Sum. Und dann als Nachspeise ein Limettenmenü. Also dieses 5-Gänge-Menü inklusive Gedeck kostet dann 99 pro Person. Das werden wir dann rausfinden, ob das Sinn macht oder ob das zu teuer ist. Sagen wir mal so. Was ist Duroc nochmal? Das ist ein Schwein. Heißt ein Schwein. Okay, dann ist es eh simpel. Dann wird er das Vegetarische nehmen. Okay. Und ich nehme das Normale. Ja, natürlich gerne. Hier noch eine scharfe Soße, eine sehr scharfe. Geht mit Stäbchen für mich. Bei mir steht.
Sie sind der asiatischen Kultur wahrscheinlich nicht so vertraut, oder? Beef Carpaccio sieht gut aus. Die hier sind gut. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich Trüffel ist, weil ich lese da auch gar keinen Trüffel, aber ich habe das Gefühl, dass da Trüffel drauf ist. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Mir fehlt aber, ja, ich weiß, ihr werdet jetzt in den Kommentaren meckern, mir fehlt Salz. Sehr gut. Also irgendwie schmecke ich Trüffel, aber ich weiß nicht, ob da Trüffel drin ist. Die Chilisauce ist einfach nur sauer, ich sage euch ehrlich, da ist kein bisschen Schärfe. Ich bin noch ehrlich, ich habe gedacht, wir sind so ein bisschen mehr Influencer eingeladen, dass es so ein Influencer-Treffen ist. Aber wenn man mich so einlädt, an alle, die dieses Video jetzt sehen, so komme ich. Aber wenn es so ein Treffen ist aus Influencern, komme ich nicht. Das hier ist gerade super angenehm. Als wäre ich einfach mit Alan, als hätten wir Date. Küss mich. Jetzt geht's auch gleich los mit Saxophon-Show. Die Dame macht es schon bereit, ich habe ihren Namen vergessen. Look at this dude. Geht's jetzt los? Ja, spiele ich zuerst ein. Viel Spaß. Chat. Ladies and Gentlemen, wir haben eine Trüffelcremesuppe mit Lauch, Shiitake-Pilze drin. Riecht sehr, sehr trüffelig und pilzig. Und ist sehr, sehr heiß. Aber sie schmeckt weniger nach Trüffel, als sie riecht. Sie ist aber sehr knoblauchig. Man kann nirgends mit Rainy hingehen, ohne dass er Chiliöl scharf, Chiliöl scharf. Einzige Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, korrigiert mich, ich bin auch kein Profi, ja. Ich glaube, wenn man so eine Suppe an den Tisch bringt, sollte die essbar sein. Loire, Frankreich, Rosé. Boah, der ist sehr lecker. Ah, danke. Das hätten Sie hier dann Schwein von Duroc, Bauchfleisch mit schwarzer Trüffel und hier die Vegetarische mit Tofu, Sesam und Shiitake-Pilz. Das ist das Ganze. Nein. Ah, okay, es lässt sich hier gut. Der ist halt blöd mit Gabel. Schmeckt sehr nach Teig. Ja, also nach der Teig ist schon sehr, sehr im Vordergrund. So, die vegetarische Version. Nehmen wir mal das, das sieht perfekt aus. Dann dippen wir hier einmal rein. War schon etwas heiß, ungelungen. Das Einzige, das mir gerade so ein bisschen auffällt, das hier ist ja heute ein Saxophonabend, Ladies and Gentlemen. Die hat einen Song gespielt, seitdem ich hier sitze. Also falls ihr euch hier erwartet, dass ihr dann so einen Saxophonabend kriegt, wo hier durchgehend gespielt wird, nein. Aber alle halbe Stunde soll mal ein Song gespielt werden mit dem Saxophon. Und ich catch den Vibe, trinke ein Gläschen Rosé. Und das wirklich. Vegetarian Version. Die Vegetarier haben auch weniger Hunger, gell? Das sieht man direkt. Das sieht man. Schaut euch diesen wunderschönen Teller an, den muss ich sogar wirklich fotografieren. Die vegetarische Version, die sieht auch eigentlich, muss ich sagen, sehr, sehr schön aus. Mit Stäbchen essen finde ich einfach geil und das ziehe ich jetzt auch durch. Dann hier rein und boom. Wir hätten hier das eigentlich auch bringen können. So gut wie ich mich mit Fisch auskenne, eine 9,5 von 10. Oh mein Gott, bro. Sag ich doch, gell? Der ist crazy, der Fisch. Also ungelogen, das ist echt. Was ist das für Fisch nochmal? Steinbutt. Der schmeckt schon so, als wäre da wirklich Glutamat drauf gewürfelt. Kann sein, dass da Glutamat drauf ist. Ich kann den einfach so zerdrücken mit den Stäbchen. Boom. Der Dish hat gewonnen, zu 100%. Ich glaube, das ist aber auch ein Fisch. Ich glaube, das ist ein Pilz. Ding ist, ja, ich glaube, du hast recht. Das Ding ist, Pilze haben nicht so einen intensiven Geschmack. Hier kommt das Curry. Extrem hervor, es ist so ein gutes Curry. Kann ich auch ein Hotel mit dir haben. Wow. Auch wenn es lecker ist, aber es ist heavy. Wir sehen uns draußen, Ladies and Gentlemen. Ab raus mit uns. Licht ist Scheiße. Essen war super meiner Meinung nach, also es war sehr lecker. 5 Gänge für 99 Euro ist nicht teuer. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, da war mir so ein bisschen zu viel Spielerei. Nichts hat mich so, kennt ihr, vom Hocker gehauen. Ansonsten bin ich glücklich. Wenn ihr mal eine Lady ausführen wollt oder so, echt cooler, echt cooler Laden. Ja? Low-Key Date-Spot. Ja. Merkt euch das, das ist wichtig im Leben. Ja, was ihr meint?
YouTuber, Influencer bekommen immer wieder Pakete und ich habe mir gedacht, warum mache ich die Pakete einfach so auf, anstatt sie euch zu zeigen? Vielleicht ist was Cooles dabei, vielleicht nicht. Ich denke, ich weiß, was hier drin ist, und zwar ein T-Shirt. Ich sag euch gleich, wie das heißt. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber die haben mir schon mal ein T-Shirt geschickt. Vom BBC, so heißt es, glaube ich. Ich werde das auch unten verlinken, einfach mal, weil ich die feier. Die bringen immer genau ein T-Shirt raus, so wie ich das raus habe. Die haben mich gefragt, möchtest du das T-Shirt haben? Ich habe gesagt, ja, ich finde es geil. Davor haben die mir ein T-Shirt geschickt. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. So sah das erste T-Shirt aus. Und so sieht dieses T-Shirt aus. Das ist ein geiles Shirt, oder? Ich werde ab jetzt wieder Pakete aufmachen. Weiter geht's im Video. So, Ladies and Gentlemen, ich habe da gerade irgendwas gequatscht von wegen BBC oder so. Hey, das heißt nicht BBC, das heißt Baseball Club. Ich bin so ein komischer Mensch. Das hat heute Geburtstag. Und wir werden jetzt noch ein paar kleine Geschenke für den Bray abholen. Dafür fahren wir jetzt in Nike Store, dann sehen wir uns später auf dem Geburtstag. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich bis jetzt gefallen. Für alle, die noch nicht abonniert haben, abonniert gerne, folgt gerne auf Instagram, Twitch nicht vergessen. Ich glaube, da sind wir schon 2400 Leute oder so. Also sehr, sehr krass. Die Streams laufen gut. Schau den Taxifahrer, ich will ihn jetzt richtig ärgern. Schau, jetzt der rastet aus. Ja, ja. Stellt euch darauf ein, es wird ein sehr, sehr lustiger Abend. Ich versuche euch so lange wie möglich mitzunehmen. Mir ist auch aufgefallen, dass bei euch Tijuana sehr, sehr gut angekommen ist. Somit schauen wir mal, wie euch das heute gefallen wird. So, Ladies and Gentlemen, wir haben auf jeden Fall gerade die kleinste Parklücke genutzt. Die Parklücke war ungefähr so und es ist nicht groß. Und jetzt sind wir in der Maria-Hilfer-Straße gleich. Und schauen zu Thiago in den Nike-Store. Hier war ich mir mal mies einen reintrinken. Da ist Haus des Meeres. Wien ist schön. So, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, auf der Maria-Hilf. Die Wiener sagen gern Mahü. Mahü, ja, ja. Da kann man Schach spielen um den Bre, um Geld. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen von dem Nike Store in Vienna. Ist auch verhältnismäßig ein sehr, sehr großer Nike Store. Oben Männerbereich, hier gibt es noch Schuhe. Ich glaube, das ist nur unten Frauenbereich, oder? Und oben ist Herren, da wo der junge Mann ja gerade herkommt, ne? Gab's was? Der Lero ist jemand, der viel läuft, will Iron Man und sowas machen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir was für den Bre finden. Wo finde ich Laufsachen? Danke. Boah, ich will diesen Schuh haben, Alter. Was kauft man Leuten, die laufen? Funktionswäsche? Was noch? So, Ladies and Gentlemen, da ist der Chef. Da ist der Mann, der immer zu spät kommt. Dicker. Ist das dein Handy? Ja, das ist mein Filmhandy. Ja, er muss einfach das ganze Outfit einmal anziehen. Machen wir einfach Laufschuh, Jacke, T-Shirt, Hose, Cap. Fertig, oder? Ein Outfit. Laufschuh ist ein bisschen riskant. Ich würde ich nicht kaufen, weil er hat mir geschrieben. Den ihr nicht habt. Und er wartet noch. Der kommt nächste Woche, wenn die Lieferung kommt, oder? Ich weiß, wann die Lieferung kommt. Nächste Woche. Ein kurzes, ein langes, so eine Jacke, eine Cap und eine Hose, oder? Das ist ein Fit. Ja, ich habe es gerade kurz nicht zugehört. Das ist crazy. Oder was ist cooler? Basic. Boah, welche findet ihr? Ich finde die cooler eigentlich. Welche findest du besser? Die ist stylischer, aber die ist besser. Okay, wer findet die besser? 3-2. Also das hier war früher Nike. Das habe ich nicht gewusst, aber wir lernen jeden Tag dazu. Okay, dann nehmen wir das Set, einfach das Set. Wir haben auf jeden Fall eine Auswahl getroffen. Wir haben ja gesagt, man soll eine Szene für mich bezahlen. Was? Wie heißt es? Dixo. Da, warte, wie heißt Was steht da drin? Das ist die Marke, oder? Ja. Ja, wie nennst du jetzt ein Produkt? Wie nennst du Tempus? Nein, sagst du nicht Tempus. Oder Labello, sagst du nicht Labello. Ah, aber bei Tesa darf man es nicht, gell? Ich glaube, das hat Sabrina eingepackt. Zwei davon Lukas, zwei davon ich. Ja, das schafft man. Komm weg. Das sieht einfach aus, als würden wir auf Mädchengeburtstag gehen. Von seiner Achtjährigen. Und beschreib es noch. Man kann uns viel erklären, aber über Timing kann man nichts sagen. Der Laden hat jetzt zugemacht. Wir sind dann. Gare. Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, ob ihr diese Bar kennt, aber alle, die uns auf Instagram folgen, wir sind bei der Montefilio Bar. Und hier werden wir den Abend fürs Erste verbringen. Das hier ist der geilste Vibe. Immer große Auswahl. Vorsicht. Da ist der Chef, da sind die besten Mitarbeiter. Das ist unser Spot. Unser Spot to be. Wir haben Geburtstag heute. Wir haben Geburtstag, genau. Ja.
Was sind es für Schuhe aber? Starkes Outfit, das gefällt mir gut. Lukas auch heute wild, Sabrina heute auch. Mit weißen Sakko ist das, gell? Elias, das Geburtstagskind, hat hier was sehr, sehr Gutes organisiert. Was haben wir für Austern? Gelardon, Melandon? Gelardon. Oh, woher weiß man, dass das Gelardon sind? Ah, nicht wegen dem G unten auf der... Karim, das sind keine Gelardon. They're tricking. War gut, Clemens? Ja. Wer hat den besseren Bartwuchs von euch beiden? Er weiß ganz genau. Okay. Das ist wie bei uns, wenn man fragt, wer den größeren hat. Er weiß ganz genau. Eliro. Suck on it. Nur Monte Elero da. Monte Elero. Lukas am Instagram. Hey, yo, 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 yo. Meine Mom wird das Video sehen. Jetzt kannst du dich erklären, mein Freund. 2010er kommt er in die Flasche. Das ist ein Assemblage von Blanc de Noir. Also 100%iger Pinot Nero, aber zwei unterschiedliche Jahrgänge. 2006 und 2009. Knackig von der Frucht her noch. Und ihr werdet es lieben, weil er hat natürlich diese Malolaki. Salute! Salute! Na, hier kann man nicht. Wir haben schießen. Noch ein paar Flaschen, wo man es machen kann. Ja, machen wir noch. Wenn ihr wollt, nachher können wir auch ein bisschen Sabrage versuchen. Ja. Okay. Mit Schwert? Mit ja, Mann. Ja, 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 ja. Also, Mitarbeiter ja. Er ist gay. Ja. Und er ist mir jetzt gekommen und so, ja, wir waren diese Jungs, sind da Freunde von dir? Und ich so, ja, der Kleine, den von denen kannst du mir den Kontakt. Ah! Alan, ich werde deine Nummer sowas von weitergeben, ist mir so egal. Hier, einblenden. Instagram hat er schon. Instagram hat er schon? Na, wie geht's uns? Falls jemand das Video von euch noch sieht, Anzeige an Lukas und Thiago, die wollten mich gerade ausschauen. Hey, 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 yo, wow, 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 wir haben ein Panini bestellt, Ladies and Gentlemen. Hungry Gyaldem, ist lecker. Was isst du? Mortadella. Mit Pistachio? Grazie. Ja, ist auch mein, Digga, das geht. Hey, 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 wohin? What about us? Okay. Yeah! Ah. Yeah. Getting our asses drunk tonight. Raspberry kiss. Raspberry kiss. Carreño! Boah, Leute, das hier ist Magie. Carbonara. Ah! Come on, Lukas. Ah nein, du musst es umdrehen. Die Zündung. Komm. Jetzt schau. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Sehr gut. So, Ladies and Gentlemen, ihr wart ja mit uns dabei. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Der Mann. Sag jetzt nochmal die Musik auslachen. Hey, wir müssen nochmal alle kurz singen. Alle singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Elias. Happy Birthday. Elias, mein Freund. Alle sind heute da wegen dir. Ja, mach mal Ansage jetzt. Wir freuen uns auch. Sag nicht, dass ich Ansage mache. Ich mache sorry, sorry. Ansage. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir haben uns was sehr, 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 sehr Besonderes überlegt für dich heute. Weil du bist ein sportlicher Typ. Deswegen haben wir heute für dich ein sportliches Geschenk. Da steht nicht viel, aber das ist einfach eine Message. Das ist ein Message an meinen Vater. Das ist das teuerste Geschenk. Garey! Biber, Biber! Garey! Unglaublich. Carbonara, Baby. Mm. Guanciale. Oh. Guanciale. Mm.
extrem gut. Boah. Beste Carbonara überhaupt. Danke dir. Boah, ich hab noch nie so eine gute Carbonara gesehen. Oh, krass. Mann. Hey, Vorsicht! Hey. Happy Birthday to you! Too late, es habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich denke nicht. Kräuter Sädling. Kräuter Sädling. Trinken wir Wein oder was trinken wir? Bleiben wir daheim, gehen wir nach Hause, gehen wir rechts, gehen wir links. Personal, nett, Saxophonspielerin, hot. Also für euch, wir haben jetzt drei Gänge gegessen und jetzt kommt ein zweiter Song vom Sex. Und ihr seid gerade an meinem Tellerrand. Das ist wie dieses Sprichwort. Ihr müsst einfach mal über den Tellerrand hinüberschauen. Das macht ihr gerade und ich bin stolz auf euch. Ich weiß nicht, wie attraktiv dieser Winkel für euch ist, aber für mich fühlt es gerade sehr entspannt an. Ich kann besser drum als Jake auf jeden Fall. Diese Oberschicht und diese Karamellbonbons. Karamellbonbons? Das klebt so an den Zähnen. Creme Brûlée halt, ne? Die flatten gerade hinter mir. Soll ich fragen, ob die Handynummer austauschen? Gare. Ein 5-Sterne, nicht 5-Sterne, oha, 5-Sterne, als könnte ich mir das leisten. Okay, wir machen das Intro nochmal neu. So. Sag mal, was du sagst. Ah, okay. Der wollte sagen, dass er einen dicken Arsch hat. Big Butty. Ich hab nicht gewusst, dass dein Onkel neben dir sitzt. Ich hab's gerade gesehen, als ich Blitz rüber gemacht hab. So betrunken bin ich. Oh mein Gott. Ja, Ladies and Gentlemen, ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Garreia!